Das Schönste am Frühling ist, dass er dann kommt, wenn man ihn am meisten braucht. Ich muss sagen, das ist meine Entspannung dahin. Hilfe! An so einem schönen Frühlingstag will man eigentlich nur eins: raus in die Sonne und die neue Lebensenergie spüren. Sie süßen kleinen Zieglein an. Genau das habe ich gemacht. Ich habe mir über Ostern Chico und Elvis gepackt und bin losgelaufen. Mia, egal, ja. Ich würde jetzt gehen, gell? Tschüss! Tschüss! Okay. Im Wissen, dass ich zu Hause ordentlich vermisst wurde, oder auch nicht, machte ich Chico und Elvis bereit für die Wanderung. Sie waren gerade mit ihrer Siesta beschäftigt und wussten noch nichts von ihrem Glück. Gehen wir los! Als es dann ums Paratmachen ging, ahnten sie wahrscheinlich schon, dass wieder mal etwas ansteht und waren wie immer sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Nun denn, das gehört zu Ziegen dazu. Und da merke ich auch immer schon am Anfang, ob ich gut gelaunt und geduldig bin oder vielleicht schon ein bisschen gestresst in mein neues Vorhaben gehe. Der Frühling zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Überall sind blühende Kirschbäume, zwitschern die Vögel um die Wette und sprießt zartes Grün. Wir sind gerade losgegangen. Mega schönes Wetter. Bisschen windig, aber sonst eigentlich ideal, weil es halt auch nicht so heiß ist für die Ziegen. Es ist jetzt 2 Uhr. Das Navi sagt, dort wo ich hin will mit ihnen, das dauert 2,5 Stunden. Ich nehme mal an, wir brauchen etwa 4 Stunden. Wir brauchten ein bisschen länger, als ich das anfangs optimistisch geschätzt hatte. Aber dazu später mehr. Die Ziegen waren hochmotiviert und legten einen guten Schritt vor. So kamen wir richtig gut voran.
Es windet. Auf der Ebene im Tal hatte die Wiese freies Spiel und es windete uns alle ordentlich durch. Das lüftete die Gedanken. Eine gute Sache. Der Anstieg stellte sich als etwas schwieriger heraus als zuerst gedacht. Um keinen langen Umweg zu machen, mussten wir der Straße entlang den Berg hoch. Meine Ziegen kennen Verkehr, finden aber vorbeirasende Autos schon eher beängstigend. Und ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, vor allem wenn es nicht viel Ausweichstellen gibt. Da wir an der Straße keine Pause machen konnten, beschloss ich vorher noch kurz eine Pause einzulegen. Allerdings kam ich wegen der Bedenken über das kommende Wegstück nicht so ganz zur Ruhe. Bitte scheiße. Ja, und dann macht man es einfach. Und es geht. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet. Die Sorgen über die Zukunft lassen mich die Gegenwart nicht richtig erleben und erkennen, dass eigentlich alles gerade gut ist, so wie es ist. Wir setzen einfach einen Fuß vor den anderen. Oben angekommen, habe ich dann die Ziegen umgepackt und sie noch mal ein bisschen ruhen lassen. Wir so langsam in unseren Rhythmus. Ich finde jetzt auch so langsam heraus, wie ich das genau machen muss mit dem Packen. Hallo. Weil ich mir ja immer so Sorgen mache, dass ich sie überfordere bei Wanderungen und mir das immer so wichtig ist, dass die Ziegen genügend Pausen haben, dass die halt nicht zu heiß haben, dass es denen halt auch Spaß macht, Trekking zu machen. Also längere Trekkings. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Ziegen schon rausgefunden, dass, muss ich mal den Arm wechseln, dass das echt gut klappt, wenn ich nur eine Ziege bepacke und die andere dann frei mitlaufen darf, also ohne Packsattel. Und dann kann ich unterwegs halt mal umpacken. Und so ist dann immer eine Ziege, kann sich sozusagen erholen. Ja. Und das ist doch sehr förderlich für die Motivation, habe ich jetzt schon gemerkt. Obwohl die ja jetzt eigentlich beide ausgewachsen sind und auch beide packen könnten, packe ich halt meistens dann doch nur einen. Genau, so lernt man das. Es ist einfach so schön. Es ist ein richtiger, richtiger Frühlingstag. Und einfach überall sprießt es und wächst es und die Vögel zwitschern und oh, es ist so schön.
Wie schön ist das denn? Hier haben wir die Besitzerin von diesen Ponys kennengelernt, deren Schwester nämlich auch Ziegen hält. Die durften wir dann sogar kurz kennenlernen. Schaut mal, wie hübsch. Das eine ist auch ein Mischling zwischen einer langhaarigen Ziege und einer Pfauenziege. Fast so wie Wollo. Das ist einfach so schön zu sehen, dass es immer mehr Leute gibt, die Ziegen als Freizeitpartner halten und mit ihnen spazieren gehen und Trekkings machen. Richtig schön. Am Ziel angekommen durften Chico und Elvis dann in einem alten Tent auf einem Luxusstrohbettchen schlafen. Eigentlich wollten wir sie draußen übernachten lassen, aber die Wiese war so stark, dass wir alle kein gutes Gefühl dabei hatten. Sie fanden es okay. Aber schon ein bisschen eine Zumutung, dass sie die Nacht ohne mich verbringen mussten. Habe ich schon erwähnt, dass sie ein bisschen auf mich fixiert sind? Vielleicht nur ein bisschen? Dass die Ziegen sich an fremden Orten so weit entspannen, dass sie genügend schlafen, fressen und trinken, ist etwas, das wir noch üben. Wenn sie nämlich zu nervös sind, vergessen sie ihre Grundbedürfnisse und haben dann natürlich auch nicht mehr viel Energie zum Wandern. Am liebsten wäre diesen beiden wahrscheinlich schon, dass sie sich neben mich kuscheln könnten. Dann wäre ihre Welt in Ordnung. Aber ja, das geht ja nicht immer. Oh, oh nee, oh nee. Oh, Mr. C. Nee, oh nee. Das ist auch. Guten Morgen! Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir waren meine Tante besuchen und haben da übernachtet. Bin aber noch nicht sicher, ob ich heute wieder ganz bis nach Hause laufe, weil es sind doch so um die 13, 14 Kilometer, weil ich bin nicht so fit heute. Aber die Ziegen, die sind echt, also da staune ich, die sind echt topfit. Hey? Top motiviert! Vor allem der Elvis, der zieht richtig an. Gell, Baby? Sie haben auch nicht wahnsinnig viel gefressen. Und deshalb werde ich sicher auch genügend Futterpausen einlegen.
Ich wollte eigentlich hier eine kurze Pause machen und ein bisschen entspannt hinliegen, aber es sind einfach gerade echt überall. Ich habe gerade etwa 20 Zecken getötet. Das ist halt genau so ein sonniger Südwaldrand. Und da sind die halt jetzt im Frühling einfach, es hat einfach so viele Zecken. Überall auf den Ziegen, auf meinen Kleidern und... Oh, Hilfe! Ich hasse Zecken. Ich meine, warum? Warum? Schaut mal. Da. Da. Boah. Ah! Hier. Weil die Zeckenparanoia ist. Oh. Das ist wirklich etwas, was mich aus der Fassung bringt. Ich hasse dieses Gefühl. Hm. Elvis. Hans Christian. Hier sind die Alpen. Und hier ist der Jura. So schön. Süß gemacht, ne? Aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht braucht man nicht für alles so viele Verbote und Regeln. Was meint ihr dazu? Ich habe die Wanderung dann nach etwa 2 Dritteln abgebrochen und wir wurden von meinem lieben Partner für die letzten Kilometer abgeholt. Die Ziegen waren, glaube ich, auch froh, obwohl sie sehr motiviert und richtig fit waren. Aber ja, 14 Kilometer und dann wieder zurück ist halt schon eine Strecke, dafür, dass wir das nur ab und zu machen. Aber trotz allen Herausforderungen, oder vielleicht gerade deshalb, war es eine wunderschöne Spontanaktion. Frühling in seiner ganzen Pracht. Genau dann, als ich ihn am meisten gebraucht habe. Ich hoffe, dieser Film hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Lasse gerne einen Kommentar da und abonniere den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. In dem Sinn, bis zum nächsten Video und alles Liebe von mir und den Ziegen.